Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in Göppingen am Industrietag. Du bist hier mit deinem Unternehmen und ihr habt einen Stand. Und ich würde dich mal kurz bitten, dich kurz vorzustellen und dein Unternehmen, in dem du tätig bist. Okay. Also ich bin Siegfried Limmer und unser Unternehmen ist die Future E GmbH und wir sind ein Dienstleister im Bereich Brennstoffzellen-Systementwicklung, also was Zukunftsträchtiges. Wir entwickeln quasi an der Zukunft in der Wasserstofftechnologie. Was macht dein Unternehmen so attraktiv für Studierende? Na, ich glaube, also wir sind ein kleines Unternehmen und bei uns kann man einfach, ich sag mal, die unterschiedlichen Disziplinen auch gut mitarbeiten oder erleben, sage ich jetzt mal. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team, das heißt, wir arbeiten agil im Scrum und das heißt, unterschiedliche Disziplinen kommen zusammen und arbeiten in relativ kurzen Segmenten, heißt 2 Wochen, 3 Wochen, bestimmte Aufgaben ab und stellen die dann quasi wieder vor. Also das ist ein sehr, ich sag mal, autonomes Arbeiten und da binden wir unsere Studenten auch immer gut mit ein und so lernen sie dann auch New Work. Ja. Und gibt es Bereiche in deinem Unternehmen, in dem vermehrt Studenten gebraucht werden, sei es für Praktikas, Bachelorstellen oder auch für Absolventen und Absolventinnen? Auf allen drei Ebenen bieten wir Möglichkeiten an. Wir sind im Moment gerade auf der Suche nach Absolventen, die dann auch bei uns gerne quasi ihre ersten Schritte machen wollen, haben aber auch immer eigentlich Praktikanten und aus den Praktikanten werden dann auch meistens oder oftmals dann auch Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, je nachdem, was dann auch gerade ansteht. Und da sind wir sehr flexibel und offen auch. Ja, und noch eine abschließende Frage. Gerade das Thema Homeoffice und auch Flexibilität und so kommt ja immer mehr auch so bei unserer heutigen Generation, würde ich mal sagen. Wie sieht es da in deinem Unternehmen aus? Also, wir sind aufgestellt dazu, das heißt, wir haben die Infrastruktur, dass wir von zu Hause aus arbeiten können. Das ist jetzt, ich sag mal, wir sprechen uns an der Stelle eigentlich meistens ab. Wenn man von daheim aus arbeiten kann, weil es die Arbeit zulässt, dann ist das überhaupt kein Thema an der Stelle, da dann auch das vom Homeoffice aus zu machen. Mhm. Genau. Schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit, fürs Interview und dann noch ganz viel Erfolg hier bei uns in Göppingen. Ja, ich danke dir. Danke. Tschüss.